einen schönen guten Morgen. Hallo. Wir sind mal wieder unterwegs und wir haben heute eine Tour gebucht. Wir sind jetzt in den Süden gefahren und klappern ein paar Stationen ab, was die Natur hier zu bieten hat. Darunter Reisfelder, Kratersee und wir gehen dann auf den Berg. Ne? Das ist der Plan. Wir sind richtig gespannt. Leider bin ich ein bisschen erkältet von gestern, aber sonst geht's uns gut. Ja, wir fahren die ganze Zeit schon den Berg hoch. Weiß nicht, wie lange wir schon unterwegs sind. Bestimmt eine Stunde, aber das Wetter spielt heute super mit. Ja. Wir sind gerade schon ausgestiegen in den Reisfeldern. Es ist wieder richtig heiß. Krasser Kontrast zu gestern. Also könnte auf jeden Fall spannend werden. Wir hoffen, dass der Kratersee sich in seiner vollen Pracht zeigt. Und wenn wir oben auf dem Berg sind, wird das wahrscheinlich auch nicht voller Wolken sein. Also könnte gut werden heute. Keine. Already yellow. Da hinten ist der gelbe Reis, der steht jetzt ganz kurz vor der Ernte. Die sind teilweise hinten auch schon dabei, den zu ernten. Und das hier vorne ist noch etwas grünerer Reis. Der steht hier teilweise 5 bis 6 Monate. Das, was hier an Feuchtigkeit noch ist, ist halt nur im Boden und kommt auch nur von dem Regen. Die lassen den jetzt ganz bewusst noch trocken stehen, bevor die den dann letztendlich ernten können. Da unten ist er definitiv gelb und da ganz hinten fangen sie dann auch tatsächlich schon an, den zu ernten. Ja, da hinten sind sie. Also der Reis wird geerntet, der wird unten abgeschnitten, dann schlagen die Frauen das auf dem Boden aus. Die kleinen Reiskörner, die fallen dann auf den Boden. Und dann trocknen die für eine Woche und danach kommen die in eine Maschine, damit die Hülle davon entfernt wird. Also Reis hat ja dann nochmal so eine Art Haut und die wird dann entfernt. Nach ungefähr 5 Monaten, dann ist der so gelb, wie in China. Wann noch sind die Schalen leer? Wächst der da drin noch? Der wächst da drin noch. Ach, sind erstmal nur Schalen? Ja. Okay, hat er es erzählt? Hat er erzählt. Krass. Sind die leer und irgendwann sind dann so kleine Reiskörner drin. Man muss nur aufpassen, wie man hier läuft. Ja. Das sind richtig schmale Wege. Okay, ich habe gerade in der Betonmischer einiges an Beton verloren auf der Straße. Ja. Das liegt da jetzt so rum. So, wir sind jetzt 3 Stunden unterwegs, machen hier einen kleinen Zwischenstopp auf so einem Parkplatz, wo es dann gleich in den Local Bus geht, der nach oben fährt, weil der günstiger ist halt selber mit dem Auto hochfahren, da zahlt man nochmal krasse Gebühren für. Lena frühstückt jetzt erstmal, nachträglich. Ja, aber mir ist noch übel von der Autofahrt, sie kriegt das Essen nicht runter. Oh. Ja. Fertig gegessen. Kurze Stärkung, jetzt geht's gleich in den kleinen Local Bus, wir müssen umsteigen. Und haben jetzt diesen Wald entdeckt mit diesen Bäumen. Und aus diesen Bäumen wird Eukalyptus gewonnen. Aus der Rinde? Aus der Rinde, ja. Ah ja, okay. Man sieht es hier, die Rinde ist halt entfernt. Und daraus wird dieses Eukalyptusöl dann halt gewonnen und produziert. Ja, ist doch nicht so groß wie gedacht hier. Okay, dann lass mal wieder runtergehen. Der kennt seine Homies hier schon. Was ist das hier für eine Straße? Das ist keine Straße. Ja. Nix los hier, Regenzeit. Nur ein paar Local-Touris. Na, wie ist es? Man muss sich festhalten, aber es geht schon. Ich fühle mich nicht hundertprozentig sicher hier drin. Ich mag es nicht mit dem Kopf hier gegen knallen. Oh, ja. War doch mal eine ganz angenehme Fahrt, oder? Da waren wir zu 12 gerade drin. We follow you, okay? Good. We don't need a muscle, eh? Gesundheit. Ich will nicht krank sein. Nein. Was ich höre auch gar nichts in meine Ohren zu. Mach mal Druckausgleich. Ah, besser. Das geht bei mir schon automatisch zwischendurch. Dann knackt es einmal. Ich so, okay, ich höre wieder. Also höchstens 15 Minuten zum Krater wird empfohlen, wenn man sonst durch diese Schwefeldämpfe Atemprobleme bekommt. Ja. You can smell it, right? Yes. Ja. I like the boiler. Man riecht es schon. Ich drehe gleich mal die Kamera um. Das sieht schon wow, heftig aus. Boah, wie schön. Okay, ich drehe jetzt mal um. Wir gehen jetzt mal ein bisschen durch diese unwirkliche Landschaft hier. Wow, guck dich das mal an. Nicht stolpern, Schatz.
2,343 meter. Oh, you're kidding. 2,343 meter from the sea. Wow. There, almost 2,500. We will go there later, okay? Okay. Great. Good. Yes. Now. Man glaubt das hier gar nicht, weil das so alles so unreal und unecht aussieht. Weil sowas gibt es, glaube ich, sonst nirgendwo auf der Welt. Aber wir haben gehört, mir geht die Puste, dass dieser Vulkan noch aktiv ist, aber das letzte Mal vor 100 Jahren ausgebrochen ist. Also von daher, wir sind safe. Wow, okay. Jetzt kommt die Farbe richtig raus. Also man darf sich hier nur 15 Minuten aufhalten, aber wir kommen ja so in Trouble, weil die Leute ständig Fotos wollen. Okay. Schatz! Ernsthaft? Warum rennst du denn da so durch? Ja. Mega cool hier. Wir waren jetzt gerade, wir waren eben hinten. Es war ziemlich überlaufen mit Local Touris, obwohl es hier echt nicht voll ist. Hier vorne war halt überhaupt nichts los. Boah, das ist da hinten Dampf mit dem Schwefel, ne? Ja, Hammer. Jetzt gehen wir, glaube ich, hier irgendwo noch oben drauf und schauen dann von da oben hier runter. Das seht ihr dann jetzt. Hallo. Wir waren eben da unten und jetzt sind wir hier zu dem Aussichtsturm gegangen und das ist einfach unbeschreiblich. Das ist der Vulkan. Scheiße, stimmt. Und viele kennen diesen Aussichtspunkt nicht, deswegen hier sind keine Touristen. Ja, man muss hier halt mühselig hochgehen, ne? Ja. Deshalb. Mega krass einfach, oder? Wir sind überwältigt einfach nur. Wir haben sowas noch nie gesehen oder davon gehört oder einfach nur Wahnsinn. Jetzt kommen die Wolken da runter. Gut, dass wir jetzt gerade noch einen Shot bekommen haben. Wow. Wie türkis das Wasser aussieht. Oh, ich habe Regentropfen abbekommen. Ja. Wow. Ja, gerade sind Wolken da. Wir sind zwar jetzt mitten in den Wolken, aber vielleicht kann man es noch erkennen. Da vorne ist der Kratersee, wo wir waren. Wir sind jetzt ganz oben auf dem Gipfel quasi. Und alles ist schneeweiß, leider. Mega. Ich kann ja mal schauen, was man von da oben aus noch so sehen kann, wo Lena gerade sitzt. Also in der Richtung da sieht man noch Teeplantagen. Wow. Ja. Und da, was sieht man da? Wald und Teeplantagen, Wolken natürlich, die einen so ein bisschen einschließen. Ja. Wow. Man muss manchmal innehalten und das so in sich aufsaugen. Also so richtig auf sich wirken lassen, weil es ist sehr wahrscheinlich, dass man bestimmte Orte auf der Welt auch nur ein einziges Mal sieht. Wir sind jetzt hier. Wir haben so viele Strapazen und Touren und Stunden hinter uns, um hier genau an diesen Punkt zu kommen, dass man einfach mal einen Moment innehalten muss, weil man weiß, hier komme ich nie wieder hin. Das ist jetzt das einzige Mal, dass ich diesen Ort so wahrnehmen und genießen kann. Deshalb, schätzt den Moment, so einen Moment wie diesen hier. Also packen wir jetzt mal kurz die Kamera weg. Ja. Wie hoch sind wir, Schatz? 2,5 Kilometer. 2,5 Kilometer hoch. Ist ziemlich hell gerade, ich kann nicht richtig gucken. Ja, wir müssen die Augen zusammenkneifen, macht aber nichts. Okay, ich habe Lena jetzt gezwungen, da stehen zu bleiben, einfach um das nochmal so uns vor Augen zu halten. Da schön, Teeplantage. Da schön. Vulkankrater. Ja. Da schön, Berge. Ich will hier. Da schön, Lena. Ich würde hier so gern zelten.
Aber wir müssen jetzt auch langsam wieder runter. Müssen wir nicht. Wir können so lange bleiben, wie wir wollen. Okay, wir bezahlen ja dafür, ne? So Leute, jetzt geht's wieder runter, leider. Wir wollen gar nicht runter. Ja, aber bevor wir gehen, müssen wir unbedingt noch die Empfehlung für ihr aussprechen. Ich glaube, das ist selbstredend, weil ihr die Bilder gesehen habt. Aber hey, wenn ihr in Bandung seid, da kommt man von Jakarta ganz gut hin. Macht auf jeden Fall eine Tour in den Süden. Es sind 3 Stunden Fahrt bis hier. Würden wir empfehlen, einen Tourguide zu nehmen? Ja, weil es ist mühselig, auf eigene Faust hinzukommen. Dann müsst ihr mit öffentlichen Bussen fahren, das dauert noch länger. Und am Ende kommt man auf den gleichen Preis, als würde man sich einen Guide nehmen. Ja, das haben wir halt gelesen in verschiedenen Foren, weil wir auch lange überlegt haben. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, kommt auf jeden Fall hier hin. Es sind 3 Stunden Fahrt bis zum Park und dann nochmal 20 Minuten bis hier. Dann seid ihr da unten an dem Kratersee und dann nochmal 20, 30 Minuten zu Fuß hier hoch, würde ich sagen. Ja. Ja, aber der Weg an sich ist schon voll das Erlebnis. Der lohnt sich. Und hier oben ist wirklich niemand. Ja. Also, aber kommt auf keinen Fall am Wochenende hier hin. Ja. Unser Guide meinte, dann ist es hier brechend voll. Sollte man lieber unter der Woche machen, auf jeden Fall. Das war bis jetzt der beste Spot in Indonesien für uns. Ja, das ist auch total das coole Wechselspiel, weil manchmal ist es total klar, dann bewölkt es sich wieder, zieht es sich zu und so wie jetzt. Boah, jetzt zieht es wieder nach oben durch den Wind. Hammer, oder? Aber jetzt gehen wir runter. Jetzt gehen wir wirklich runter. Wir haben den Typen jetzt schon fast eine Stunde warten lassen, glaube ich. Sehr schade. Also wie ich eben schon sagte, genießt die einzelnen Momente, weil wir werden wahrscheinlich nicht wieder hier hinkommen. Die Welt hat noch mehr für uns zu bieten, aber das haben wir jetzt auf jeden Fall gespeichert hier. Das ist einfach nur brutal, was sich hier immer abspielt. Also im Minutentakt wechselt das hier. Und man guckt einmal, man sieht so, okay, alles bewölkt. Dreht sich kurz um, wechselt den Akku, guckt wieder hin, alles klar, völlig andere Sicht, andere Farben. Also der Traum eines Fotografen hier. Also ich bin kein Fotograf, aber wenn man Fotograf ist, mega geil hier. Okay, wir sind auf einer schönen Teeplantage hier. Wenn man es sehen kann. Oh, da hätten wir besser mit den Bergen. Haben so einen kleinen Local Bus hier den Vulkankrater runter. Der Typ ist bekannt als Schuhmacher hier. Sehr krass. Ja, etwas rasante Fahrt, oder? Wir kaufen jetzt Erdbeeren. Oh, die ist ja süß. Wow, guckt euch einfach mal an, wie groß das hier ist. Es geht ja den ganzen Berg noch hoch. Da hinten. Die haben ja auch übrigens auch grüne Chilis, die Lena gestern im Essen hatte. Und zwar die hier. Genau, die Bösewichte. Ja, wie viel hast du? Ja, ich denke, das ist okay.